Der Schaltzugwechsel an der externen Schaltansteuerung kann erfolgen, nachdem die Züge vom Griff bis zum Hinterbau montiert wurden. Zur Montage werden folgende Ersatzteile und Werkzeuge benötigt: unser Baudenzugset, Artikel Nummer 8268 oder für Tandems die Artikel Nummer 8267, ein 200 mm Zugablenkröhrchen, alternativ ein Zollstock, ein Seitenschneider, ein 2 mm Inbusschlüssel, ein TX20 Schlüssel, ein 8 mm Sechskantschlüssel und etwas Fett. Die bereits aufgeschraubte Seilbox lässt sich leicht von der Schaltansteuerung abnehmen. Ziehen Sie den Schaltzug komplett heraus und prüfen, dass seine Außenhülle fest am Drehgriff und dem Rahmen fixiert und ohne Knicke harmonisch verlegt ist. Die Zugseile sind länger bemessen als nötig und müssen auf 200 mm Überstand abgelenkt werden. Bitte ziehen Sie den ersten Zug bis zum Griffanschlag heraus. Dabei dreht der Griff auf Endposition Gang 1. Dies geschieht am einfachsten mit einem definierten Ablängeröhrchen. Und Achtung, erst stramm ziehen, dann abschneiden. Bevor Sie den zweiten Zug analog dem ersten kürzen, ziehen Sie ihn zunächst bis zum Griffanschlag Gang 14 heraus. Drehen Sie beide Zugeinsteller etwa 2 Umdrehungen heraus und schieben diese auf. Zur Orientierung sind im Bild rechts beide Schaltzüge schon einmal in die Seilbox eingelegt. Der obere ist Schaltzug 14 und der untere ist Schaltzug 1. Die Unterscheidung wird gleich nochmals bei der Handhabung der Seilrolle wichtig. Die Seite mit der Eindrehung zeigt immer zur Narbe, die andere Seite mit dem mittleren Wulst immer zum Monteur. Abhängig von der Schaltboxposition wird der Schaltzug 14 in die obere Bohrung der Seilrolle eingesteckt. Der zweite Schaltzug 1 kommt in das verbleibende untere Sackloch der Seilrolle. Der untere Zug 1 wird von hinten mit dem Imbusschlüssel fixiert. Wickeln Sie nun den Schaltzug 1 eine Umdrehung auf und fixieren Sie die Seilrolle. Schaltzug 14 wird entgegengesetzt aufgewickelt. Jetzt werden die komplett aufgewickelten Züge in die Seilbox eingelegt. Schaltzug 14 wird oben und Schaltzug 1 wird unten eingelegt. Die Einstellschrauben werden durch die Schaltboxausgänge in Position gehalten. Vergewissern Sie sich vom korrekten Lauf der Rolle, indem Sie am Griff die Gänge 1 bis 14 durchdrehen. Zwei TX20 Schrauben verschließen die Schaltbox und beenden den Teilschritt der Zugmontage. Vor dem Aufsetzen der Box auf die externe Ansteuerung ist eine Gangsynchronisation erforderlich. Bringen Sie den Schaltgriff in Stellung 14 und drehen Sie die Narbe mit dem 8 mm Schlüssel manuell gegen den Uhrzeigersinn ebenfalls in Gang 14. Versehen Sie die Kontaktstellen der Ansteuerung und Schaltbox mit etwas Fett. Geringfügiges Drehen am Griff erleichtert das Aufsetzen der Schaltbox, die abschließend durch Anziehen der großen Rändelschraube befestigt wird. In einem letzten Feinschliff können Sie die Spannung auf der Schaltzughülle an den Einstellschrauben nochmal korrigieren. Eine abschließende Funktionsprüfung komplettiert den Prozess der externen Schaltzugverlegung. 14 Gänge ergeben 13 Rastungen. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.rohloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.